dieses eine Gefühl, wenn. Unsere Rubrik hier in unserem VW ID-Bus. Und heute haben wir einen besonderen Gast, den wir hier zu uns in den Bus locken wollen. Mal gucken, ob es klappt. Du hast es geschafft, finde ich gut, Sebastian. Also herzlich willkommen in unserem wundervollen ID-Bus. Ja? Tür ging auf, ja? Ja, Tür hat geklappt. Ich habe jetzt gedacht, ich muss ein bisschen doller drücken, aber dann war es doch sehr, sehr leicht und hat gut geklappt. Du hast auch eine besondere EM-Geschichte, denn du hast einen ehemaligen Mitspieler, der plötzlich in der Startelf der Nationalmannschaft steht. Ja, besonders. Ich glaube, es ist immer besonders, wenn man mit ehemaligen Weggefährten zusammengespielt hat, die dann so einen Weg nochmal einschlagen. Ich glaube, gerade bei Rob hat das nicht jeder geglaubt. Die Qualität war von Anfang an da. Ich glaube, er war immer ein super Kicker, vor allem auf dem Platz auch ein richtiger Leader mit seiner Art und Weise, wie er Fußball spielt. Ihr habt zusammengespielt bei Union Berlin. Du warst schon da, er kam vom ersten FC Heidenheim. Was hast du damals gedacht und was waren die ersten Eindrücke? Ja, was habe ich als erstes gedacht? Ich kannte ihn natürlich schon von den Spielen gegen Heidenheim. Wusste immer schon, dass er jemand ist, wo es einfach wehtut. Das ist also immer, wenn man gegen Rob gespielt hat und gerade als Stürmer gegen einen Sechser, Achter, kommst du halt schon mal auch immer wieder ins Duell, weil man halt im Zentrum des Spielfelds ist und da hat es halt immer wehgetan. Und deswegen habe ich mich gefreut, dass er dann auf unserer Seite war, dann irgendwann bei Union Berlin und dass man so jemanden in der Mannschaft hat, der wirklich auch vorangeht mit solchen Zweikämpfen, aber auf der anderen Seite, wie ich es vorhin schon erwähnte, auch technisch versiert halt ist. Ich erinnere mich noch, als ich damals gehört habe, Union als Bundesligist dann holt Andrich aus Heidenheim, dachte ich, ja, mal gucken, was das wird. Bist du überrascht von dieser krassen Entwicklung, jetzt mit Leverkusen deutscher Meister geworden? Das ist ja schon Wahnsinn. Ja, ich glaube, dass es natürlich immer ein bisschen Glück dazu gehört, wahrscheinlich zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein. Aber seine Qualität ist unbeschritten. Ja? Also das ist, wie ich schon sagte, er hat genügend Qualitäten, einer Mannschaft zu helfen in der Bundesliga, auch einer Top-Mannschaft wie Leverkusen zu helfen. Und passt halt auch einfach perfekt in das System vom Alonso. Was traust du der Mannschaft insgesamt zu? Ich glaube, dass Deutschland schon ein Favorit ist, auch von vielen Nationen ein Favorit ist. Und die K.O.-Spiele sind dann einfach do or die. Und da musst du am Ende des Tages ein Tor mehr schießen als der Gegner und einen Deckel drauf machen. Deckel drauf, gutes Stichwort. Ja, sehr gutes Stichwort.